Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Ja, in der letzten Folge sind wir endlich durchs Dorf weitergekommen und haben dort auch den Granatwerfer bekommen. Ich glaube, wir könnten sogar eigentlich rezepttechnisch dort was herstellen. Ja, könnten wir. Explosiv. Was, da brauchen wir Kraut dafür? Die Frage hat, warte mal, doch, so eine Mine hatte ich schon mal hergestellt. Sowas hatte ich noch nicht hergestellt. Aber Blendgeschosse wäre interessant. Ist die Frage, ob das dann für Vampire oder ähnliches gilt. Ja. Und wir können noch 4 weitere Sachen herstellen später. Mal gucken. Aufzug zum Stausee. Na dann. Sind wir mal gespannt, was Moro so für ein Gegner ist, weil offenbar, ich vermute mal stark, irgendwas, was mit Gift zu tun hat. Denn hier dieses ganze schleimige Zeug, was irgendwo hier rumwuselt, sag ich mal, schon nicht ohne. Hier gibt es auch nichts zum Einsammeln. Also von daher, ich sehe auch keine Ziege auf Anhieb. Dann gucken wir uns mal an, den buckligen Verwandten. Weil so richtig hübsch sah der Dicke ja nicht aus. Zumindest das, was ich noch in Erinnerung habe vom Treffen der 4. Das geht ganz schön tief runter. Kommen wir offenbar hier wieder hoch. Alles schon ein bisschen schleimig. Was haben wir hier? Der 6 geflügelte Embryo brauchen wir. Damit wir dahinter eine Waffe offenbar kriegen. Aber ich wollte gerade sagen, sieht aus wie von der anderen Seite verschlossen. Da kommen wir wahrscheinlich nur über das Laboratorium ran. Kugellabyrinth ist von oben. Immer schön umgucken, wo wir was einsammeln können. Ah, hier ist du. Ja, warte mal. Gut, das heißt, hier könnte dann irgendwie was liegen. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob hier direkt am Anfang irgendwie was ist zum Einsammeln. Jetzt auch keine Ziege oder ähnliches. Ah, aber hier oben leuchtet's. Normales Kristallfragment. Das war's aber noch nicht. Schade. Oder nochmal, ob hier oben was leuchtet. Sehe zumindest nichts dergleichen. Schon alles ein bisschen eklig, mein Freund, hä? Wie du hier lebst. Ist hier auch echt nichts zum Einsammeln irgendwie. Nee, nee. Nicht. Irgendwas rauscht hier. Oh, der nächste Flakon. Mutter Miranda, ich würde alles,
alles für dich tun. Kannst ja machen, Freundchen. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebten Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Hm? Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht. Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage, wer interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Das ist so lustig. Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Toll. Na toll. Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. So ein Arsch. Muss man mal hier entkommen. Aber interessant, dass wir schon so zeitig den Flakon kriegen. Das heißt ja aber auch, dass er uns nicht wirklich weglassen wird. Dreckiger kleiner Dieb, du. Ich überlasse es dir nicht. Selbst wenn du bettelst. Warte. Geh weg. Okay, also alles, was frisch auftaucht, können wir offenbar nochmal zerstören? Ja, können wir. Aber was bringt es uns? Wenn hier gibt es leider nichts weiter. Warum ist das dann hier rot? Also es kann ja nur daran liegen, dass wir hier nochmal irgendwie was kriegen könnten. Also hier drinnen. Kurz mal anschieben. Bringt nichts, okay. Alles so schleimig. Ist halt doch die Frage, ob ich das Zeug verletzen kann, ne? Weil ich will jetzt auch hier nicht sehr nach vorne preschen. Okay, das zählt aber auch wieder für beides. Oh nee, gut, ich bin gerade gegengelaufen, das verletzt mich schon mal nicht. So, aber was gibt's hier denn noch zu finden, ne? Also es kann da wirklich nur noch von oben vom Kuppellabyrinth sein, aber das macht ja auch keinen Sinn. Wie komme ich hier raus? Ja, offenbar nicht da, wo wir hergekommen sind. Nicht lang. Weil wir da aber ordentlich eingerissen, den Scheiß, oder? Hey, nach oben. Warum denn nicht? Echt, Pistolenmunition. Sieht zerbrechlich aus. Ah, okay, da kommen wir zurück. Die Frage, ob wir hier lang müssen oder da lang? Warte mal. Es gibt ja offenbar zwei Wege. Muss ja einen Grund haben, warum wir auch hier lang uns umsehen können. Oh. Klasse. Noch eine Windmühle. Und? Ihr werdet bestimmt keine Limonade mehr draus machen können.
Ist ein bisschen eklig, ne? Ah, die Bötchen? Boote, Boote, Boote. Die Truhe. Ich habe irgendwie die Befürchtung, wenn ich da so reingehe. Okay, kann ich gar nicht. Ja, wie komme ich denn sonst daran? Hm. Okay. Ach du Kacke, das Gebiet ist ja riesig von Moro. Okay, also hier geht's wohl weiter. Notiz. Gibt's aber auch nichts weiter zu finden. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot, also ist erst mal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Oh nee, ein riesiger Fisch. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Motor starten, ja toll. Geht wirklich nur, wenn wir hier was haben. Da kommen wir wahrscheinlich nur später ein bisschen ran. Ich würde hier durchhüpfen irgendwie und dann da rüber. Also zumindest wenn ich Isen wäre. Ich würde gucken, dass ich hier lang laufe. Ein bisschen hochkraxel, da drüben. Mich umgucke und nicht unbedingt ein Boot nehmen. Also. Macht doch gar keinen Sinn. World, verdammt noch. Oh Gott. Ein Open World Resident Evil, das wäre echt ein bisschen merkwürdig. Also komplett Open World. Naja, weil dann, wenn du wirklich mit Zombies hättest. Und ich rede jetzt hier nicht so irgendwie Survival-Modus aller Mercenaries, also Söldner oder, was gab's denn da noch? Raccoon City, ach, dieses, komm nicht drauf. Pistolenmunition. Hm, und irgendwo hier soll offenbar ein Haus in der Mine sein, ja? Okay. Automatisch gespeichert. Ist das ein Mykana? Sieht dann aus. Okay, also da ist das Haus. Guck mich erstmal hinten um. Drüben ist der nächste. Könnte ich denn eine Mine? Nein, könnte ich nicht. Nicht mehr aufheben wollen. Scheiße, ich hab's geschafft zu blocken. So. Ich würde es mal so machen, dass wir schon mal den Granatwerfer schnell zu Griff hier nehmen. R2, scheiße. Gut, einmal Munition verschwendet, ganz toll. Ja, alles hier irgendwie nicht so richtig.
Siehst du, komm, sobald ich ins Haus reingehe, passiert irgendein Scheiß, da kommen hier wieder Lykaner an. Immer noch nicht alles eingesammelt. So, 280 Lei. Zu Mensch. Bootsschlüssel. Das sind doch einige. Irgendwas scheint es hier noch zu geben, weil... Wie wuseln denn da draußen jetzt rum? Mal vorsichtig. Ach du Scheiße, war das hier so ein größerer? Irgendwie die Befürchtung, dass die angewatschelt kommen hier alle. Durchrennen oder nicht? Klar, einfach mal durchrennen. Hihi. Das ist ja blöd. So, sollte reichen. So, genug Knete. Ganz ehrlich, wenn du schnell genug bei denen reagierst, das ist auch Pillepalle. Irgendwo gibt es hier noch was. Frage ist wieder wo. Nichts rum. Heilung sicherheitshalber einmal herstellen. Haut ja explosiv oder nicht? Ne? Ich bräuchte rostige Teile noch. Mehr als eine Menge sogar. Aber besser gesagt, mehr als ein paar. Klar, gibt's hier drin was? Nein. Was ist das für ein Mist? Guck ich jetzt hier drinnen nochmal nach. Es glitzert doch nirgendwo, na dann gehen wir mal zurück und mit dem Bootsschlüssel noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht gehe ich noch mal zum Duke und verbessere noch mal eine... Ich könnte vielleicht jetzt schon was verbessern, aber ob es notwendig ist, ist wieder die andere Frage. Ich möchte doch nirgends sowas. Ich werde es schon irgendwann finden.
Stimmt, ich komme ja gar nicht zum Duke jetzt zurück. Freunde. Ich würde mal sagen, obwohl, nee, wollte schon fast sagen. Ist nur der eine? Meint so. Oh. Oh, wie süß. Bist du umgefallen, hä? Arschloch. Ein rostiges Teil. Blendgeschoss. Die könnten wirklich noch von großem Wert sein. Frage ist aber natürlich, was die uns genau bringen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich irgendwo dann hier eine Ziege übersehen werde, würde, wie auch immer. Na dann, haben wir mal den Motor starten. Vielleicht komme ich ja dann. Ich hoffe, ich kann selbst steuern. Ach komm, das kannst du mir nicht erzählen. Hier kommst du ohne Probleme ran. Echt, nicht mehr hier rum darfst du. Das ist nur zum Kotzen sowas. Warum denn nicht? Ah, Freunde, ich will eigentlich ungern jetzt schon Schluss machen. Ja, mach ich auch noch nicht. Ein bisschen merkwürdig aussieht der ganze Mist, oder? Kann ich denn aussteigen? Was war das? Ein großes Monster, Isen. Ein großes Monster. Frage ist jetzt natürlich rechts rum, links rum. Sieht nicht so aus, als ob ich hier lang komme. Schon das Monster darf hier lang wuseln, ja? Hallo. Ey, komm, da ist eine Lücke. Fahr geradeaus durch. Willst du mich doch verhohne piepeln, ja? Kannst du mir nicht erzählen, dass das Boot so fett ist, dass sie hier nicht langkommen? Scheiß Alpha-Wände. Nee, du musst aufkommen, damit du den Schatz kriegst. Was ist das überhaupt für ein Schatz? Steht das denn da? Nö, steht noch nicht mehr da, was da in der Truhe war. Na super. Ach, jetzt muss ich noch aussteigen. So ein Schmuh, ey. So, kann ich ansonsten noch gut gleich mal speichern hier nochmal zur Sicherheit. Moment mal. Was soll mir das jetzt so sagen? Forschungsstation? Scheint so, Isen. Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Also, wie ist er hier? Halt still, verdammt! Ethan. Hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Ah, Chris, du Arsch. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Das würde er bestimmt gleich sagen, hey, wir verstehen es nicht. Die Bewegungssensoren schlagen Alarm.
Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagst du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Nein. Weg ist das Bootshaus. Shit! Bleib weg! Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich hab keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott, Mutter, warum? Warum? Das ist nicht. Okidoki. Offenbar müssen wir jetzt dann hier weiter. Freunde, ich sehe, da oben ist eine Hütte. Da gehen wir mal hin. Ich vermute mal stark, dass wir dort speichern können. Und dann würden wir uns erst in der nächsten Folge wiedersehen. Oh, von Moro gibt es noch eine Klinik. Also ist er ein Arzt gewesen. Interessant. Geflutet, hat er gesagt. Sieht nicht aus, als ob wir hier speichern könnten. Na super. Betriebsanweisung Stausee Viertelhaus. Volkated Duke ist auch hier. Starkregen kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Erstens setzen Sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Bedienen Sie den Hebel im Pförtnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Och, echt jetzt? Hallo, fetter Duke. Interessant auf jeden Fall. Ich hatte die Ziege gehört. Okay, Freunde, wir sehen uns das alles in der nächsten Folge an. Ich sage nur noch ciao, ciao. Schaltet wieder ein. Ich speichere nochmal und ja, gucke gerade nochmal. Gibt es eine Ziege? Ich sehe keine. Schade. Den dicken können wir eh nicht abschießen. Gut, dann bis zur nächsten Folge.